Ja, herzlich willkommen zur ersten offiziellen kulturellen Sendung von Arbeitslose für Arbeitslose, eine Initiative aus dem Hause hier und jetzt. Wir wollen uns in dieser Sendung ein bisschen mit Kultur beschäftigen, aber auch mit Sport, Musik, Kunst und über Politik wird hier gar nicht gesprochen, weil da wurde ja schon alles drüber gesagt und man hat es ja auch gesehen am Ersten und Zweiten Weltkrieg und aber auch an der Französischen Revolution. Dass das oft mal so nach hinten losgeht. Zu Gast haben wir heute hier Costa Cordalis. Er wird heute das Lied singen: Eisbärsalat und für eine Handstrauß Blumen trete ich gerne mal 2 Meter vor oder zurück. So, Sie sehen hier, Frühstückstisch wird morgens immer gedeckt. Mein letztes Osterei werde ich gleich hier vor laufender Kamera verspeisen. Ja, ein bisschen wollte ich heute ein bisschen Dings ansprechen heute, der Gang zum Arbeitsamt. Das ist ja für jeden immer so eine Tortur und das ist ja auch nicht einfach. Du stehst morgens auf, musst direkt losgehen und tut dann auch schon gleich der Fuß weh. Deswegen habe ich hier ein sehr schönes Buch entdeckt. Ich halte meine Kamera. Powerwalking für Arbeitslose. Das handelt natürlich jetzt davon, welche Wege man gehen soll, natürlich Seitenstechen, sind immer so Sachen und natürlich muss man auch darauf achten, wie es hier zu lesen ist, Ozonloch, gerade jetzt im Sommer wieder als Arbeitsloser, der Weg zum Arbeitsamt, zack, unterm Ozonloch, drunterhergelaufen, gleich hier, Hautkrebs. Okay, dann haben wir natürlich auch so Sachen, Arbeitslose sitzen natürlich auch unheimlich viel auf dem Sofa, habe ich mal gehört. Ich selber nicht, ich habe ja immer viel zu tun. Alleine um diese Sendung hier vollzukriegen, fahre ich auf Tour mit dem Tourbus, mit bei irgendwelchen Bands oder sitze auch mal und recherchiere irgendwas. Auf jeden Fall viele Leute, die halt immer lange dann auf dem Sofa her sitzen als Arbeitslose oder auch am Arbeitsamt da im Flur, empfehle ich dieses Buch hier: Bandscheibenschäden. Vorbeugen gegen Rückenbeugen. Nee. Vorbeugen durch Rückenschule. Ey. Na gut. Ich habe hier noch, das ist natürlich bei Arbeitslosen, ist ja Hartz IV-Empfänger kriegen, glaube ich, 360 Euro oder weniger. Weiß ich nicht genau. Und da muss man natürlich gucken, dass man mit dem Geld ist ja ziemlich knapp, man kommt ja gar nicht da so hin. Und dafür habe ich hier einen schönen Schinken entdeckt. Einen Laden darf ich nicht nennen. Ich halte mal drauf. Armer, kann man das sehen? Armer Landschinken. Passt irgendwie. Naja. Okay, heute in der heutigen Sendung wird vorgestellt ein bisschen Kunst. Dann berichten wir von Bullrichs Thekensingen 2006, hat gestern, Quatsch, 2005. Gestern in der Altstadtschmiede, volles Haus, hat schwer gerockt. Heute Abend spielt noch in dem Café Merlin eine Band, jetzt habe ich gleich den Namen vergessen. Eine russische Folklore-Truppe, glaube ich, soll es sein. Wir werden mehr drauf hören. Dann, werden 2 Videoclips eingespielt, die auch live performt wurden, auch wieder von Bullrich und betreutes Proben. Sehr interessant. Und natürlich wieder ganz wichtige Klingeltöne und Downloads zum Runterladen. Okay, dann lassen wir das mal. Costa Cordalis wird gleich noch kurz für Sie singen. Bis dann. Ulrich, einen kurzen.
Die Wanderer ohne Ziele, die Wolken, die der Wind verweht, die Blumen zittern in Todeskühle, die warten, dass sie niedergemäht. Trakegesang zur Nacht. Das ist doch positiv gewesen. Ulrich, was ist denn jetzt? Es geht gleich los, ja. Komm jetzt schnell. Ja, jetzt geht gleich los. Ja, da hatte ich wohl einen Hänger. Ich kann jetzt noch nichts sagen. Du? Ja, der Ulrich hat es wieder geschafft, mich aus meiner kleinen Bruchbude aus New York hier nach Recklinghausen zu verschiffen. War jetzt 4 Wochen auf so einem komischen Containerschiff in der letzten Ecke. Hab mich von Ratten und Spinnen ernährt. Nur hier, um bei diesem komischen Fest mitzumachen. Gitarre habe ich eingepackt. Bass habe ich eingepackt. Mein Bass habe ich übrigens schön abgeschliffen, mit einer Möbeltinktur eingerieben. Finger geölt, Stimme. Gekränkt. Ja, was soll ich noch sagen irgendwie? Hey ho, let's go! Warte mal, Ruhe, Schnitt, nee, Action. Ja, herzlich willkommen, jetzt das 4. Thekensingen. Mal wieder mal in einer anderen Räumlichkeit, wo ich denke auch mal wieder richtig lustig wird. Bei diesem Thekensingen geben wir natürlich alles, unser letztes Hemd. Natürlich hat jeder 2 an. Gestern Elvis, heute Thekensing. Live dabei in the Old Town Smeder Werkstatt hier in the Recklinghausen. L.A. From New York to Recklinghausen. Lecker. Ich weiß nicht, wen jetzt drehst essen, Mann. Das ist ja viel zu laut. Oder? Ja. Von Burger bis Burger. Das wird bestimmt echt toll heute. Ich bin auch voll gut drauf, wie alle anderen auch. Das passt schon. Gut. Wir scheuen uns vor nichts. Selbst die Burger sind uns heilig. Esst das tote Fleisch. Lecker. Sehr lecker. Lecker. Aus Bewusstseinserweiterung. Jimmy Appendix und Holger Holzen. Don't drink coffee when you eat keek. Gut gemacht. Ja, ich wünsche euch dann. Lass uns doch mal los. Damit ich auch mal klappen. Verflucht!
Ja, das nächste Lied geht darum, was alle sehr gut können zurzeit. Saufen! Auch. Nächstes Jammern oder Hoffen? Das müsst ihr jetzt selber entscheiden. Komm hier mit rein, ich hab dir was erzählen. Wenn mir die Ohren so voll jammern, ist mir egal. Ich schütt alles dann einmal, dann geh ich zum Klo und schütt alles weg. Dann komm ich wieder nach vorne und hör mir wieder alles an. Sie können jammern, wie sie wollen, das hört mir gar nicht. Zur Not hab ich auch zwei Eimer. Jammern oder hoffen, jammern oder hoffen, jammern oder hoffen, jammern oder hoffen. Ich jammer lieber weiter, da erzählt ihr auch mir die Geschichte nochmal von vorn. In einer epischen Länge, dass ich auf den Kopf verfliege, damit die Spülung geht. Dann kann ich einfach noch gleich kacken und den ganzen Scheiß, die ganze Spülung erfüllen. Wir können fliegen, nicht erhoffen. Wir sind besser als Hoffen. Wir können auch hoffen, dass wir Weltmeister werden. Das ist mir egal, da ist der Angriff nur schon mal da. Also dieses ständige Rumgejammer. Ansonsten, ich bin doch noch einmal im Angebot. Den machen wir voll. Und schick ihn, wohin sie wollen. Dankeschön. Jetzt anrufen. Unter 444-444-444 für den tanzenden Hippie. Jetzt anrufen. Die S43 für den tanzenden Hippie. 444-444-444-444. Geh mal aus dem Hintergrund raus. Versorgst mir die Aufnahme. So, ich werde jetzt hier. Arsch. Ja, du weißt doch gar nicht, was ich mache. Hier im Vordergrund sehen Sie den Fuß von Robert Redford. Und dazu trinke ich Wurstwasser. Und dabei brösel ich mir Brötchenkrümel auf den Kopf. Und dann wieder Wurstwasser. Du bist aus dem Bild. Wenn ich Wurstwasser trinke, bin ich immer aus dem Bild. Schon normal. So. Ja, danach schmeiße ich dieses Wurstglas in die Natur. Und die Brötchentüte hinterher. Und im Anschnitt den Fuß von Robert Redford. Heute wieder Nachbarn für Nachbarn. Mal gucken, wie wir heute besuchen können. Hier wohne ich. Da sind sie am Arbeiten, da gehe ich nicht vorbei. Hier, Adolf. Hi Adolf. Hast du mal eine Sekunde Zeit? Ja, hallo. Ja. Schau mal, ich mache eine neue Sendung. Ja. Oh, was ist denn mit deinem Bein? Ist das immer noch nicht besser geworden? Nee, nee. Zieht sie hin, ne? Ja, ja. Man geht jetzt schon ins 10. Jahr. Ja. Pass mal auf, ich wollte eine Sendung machen. Ja. Von Nachbar für Nachbar. Kennst du das? Nee. Ich wollte drei Fragen stellen. Ich glaube nur vier. Ja. Wie geht's deiner Gesundheit? Ja, aber so mal so, ne? Gut. Da wird sich schon wieder gelegen.
Also ich stelle jetzt nur eine Frage kurz und dann ist auch gut. Oder nee, zwei habe ich. Oder drei. Weiß ich gar nicht. Warum denn jetzt? Wenn du beim Amt immer da bist, ne, als Erster, siehst du zu, dass du auch als Letzter drankommst? Nur um die anderen vorzulassen, meine ich jetzt. Nö. Wieso nicht? So viel Zeit habe ich auch nicht. Ich meine, ist ja genauso, als wenn jetzt, ne, du sitzt im Bus und da sitzt eine Oma, ne, und die sagt dann, steht auf und sagt, hör mal, wozu dich da hinsetzen. Ja, dann mache ich auch nicht. Was sitzt hier? Wie lange sitzt du denn? Du stehst morgens irgendwann auf, oder nicht? Das ist eher. Sitz ich hier hin und fertig, oder was? Nö, mal mit der Tasse Kaffee. Vorm Aufstehen. Na, so dem Quatsch Aufstehen. Jetzt. Wenn ich mal einkaufen gehen. Wie einkaufen? Ich wollte nur ein kurzes Interview noch machen. Ja Mann, ich habe keine Zeit. Ja, wieso hast du keine Zeit? Nur in Stress immer. Du stehst morgen auf, trinkst den Kaffee und hast ab dann Zeit. Und jetzt hast du auch keine Zeit, nur weil ich jetzt so eine Sendung machen will. Ja, das ist nun mal so. Jetzt. Ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Natürlich. Ja, ich habe extra auf die Sendung vorbereitet mit nicht so einkaufen. Warte, ich könnte dir die Tür aufhalten, oder? Ja, geht schon. Kannst du mir die Tür aufhalten? Ja, also, ja, bin ich das. Was macht der? Hör mal, du gehst doch zum Penny, ne? Ja. Kannst du mir einen Kasten Bier mitbringen? Ja, ich krieg nur Kohle von dir. Ja, kriegst du nachher. Ja? Kannst den Katzen bei mir abgeben, ich bin zu Hause. Ich denk mir nächstes Mal ein paar andere Fragen aus, das bringt ja so nichts. Tschüss. Mein Gott, wo bleibt der denn, ey? Ah, endlich. Hallo, kannst vorne rein mit den Kasten, ne? Ja, warte, ich komm raus, warte mal. Nicht, dass der Kasten da runterfällt. Ja? Kommst du die Treppe irgendwie hoch? Guck mal, ob er hochkommt, ich halte die Tür auf. Ja, ich halte die Tür auf, warte mal. So. Hättest du auch durch den Keller bringen können. Geht das? Kannst du irgendwie helfen, oder was? Ja, das wäre wohl besser. Stellst du sie manchmal an, oder? Mein Gott, ne, mein Gott. Aber die Kohle gebe ich dir morgen, ne? Ja, auch das noch. Na, nur Großgeld, was soll ich machen? Hör mal, ich komme dann morgen nochmal wegen dem Interview vorbei, ne? Ja. Auch ran dann. Tschüss, ne? Ja, tschüss. So, hier sehen Sie Maulwurfhügel, hier überall, hier, ey, du läufst ja schon wieder durchs Bild, Mann, raus, immer das selber, ich mache hier Kunst. So, hier, an diesem Maulwurfshügel kann man gleich sehen, wie der Maulwurf rauskommt, es ist ja Mittagszeit, da bewegt sich was und ich werde jetzt mit diesem Wurstglas den Maulwurf erschlagen. Da tut sich was auf. So. Und dazu wird wieder viel Wurstwasser getrunken. Diesmal auf Ex. Einen kleinen Rest werde ich mir übers Knie schütten. Und natürlich wieder das Glas in die Natur werfen. Thank you.
Cause it's you, my friend. My door is open wide. I bet chocolates and ships, some traveler with a single pantry, a bottle of wine. So, wir kommen jetzt zur letzten Film der Wurst-Wasser-Trilogie. Sie sehen im Hintergrund Wurstwasser in Wasser. Ich werde jetzt versuchen, dieses Wurstwasserglas aus dem aufzoomen, bitte, damit man auch kennen kann, wer der Künstler eigentlich ist hier.
hier, der hinter dem Stock steht, ist der Künstler. Ich werde jetzt versuchen, dieses Wurstwasserglas aus dem Wasser zu entfernen, einen Schluck da trinken dazu und dazu, danach werde ich mir einen Schmetterling auf die Zunge legen. Dieses werde ich jetzt vor Ihren Augen versuchen. Man muss dazu betonen, das Wasser hat eine Temperatur von circa minus 36 Grad im Schatten. So, hier ist das Wurstwasser. Den Schmetterling, den muss ich gleich kurz fangen. Aber das wird auch kein Problem sein. Kann man das erkennen? Wir dürfen ja gar keine Werbung machen. Bockwürstchen, ja. Da darf man ja kennen. Ich mach Bock weg. Ja, mach Bock vom weg. Vom Würstchen. Gut. Uah, das schmeckt. Datum ist abgelaufen. Wunder mich schon, dass das so kacke schmeckt. So. Zack, und ein Schmetterling gefangen. Kann man das mal zeigen? Ja. Guck mal ein bisschen ran. Ich habe den ran jetzt. Hast du ihn? Ja. Hier. So. Super. Vorsicht. Oh. Schmidt. Kracher? Habe ich. Er ist mir runtergefallen. Oh. Wo ist er? Er ist weggeflogen. Da ist er. Ey, mach mir den Film nicht kaputt. Da ist er. Normal. So, wir werden diesen Versuch noch einmal starten. Erstmal einen Schluck Wurstwasser nochmal. So, hier das Wurstwasser. Und ganz wichtig ist immer bei dem Film, in die Natur zurück. Ja. Ich kann mich nicht halten. Ja. Ich habe mir nicht... Man muss bedenken, ich habe eine Schmetterlingallergie. Ich werde in wenigen Minuten wieder einmal des Todes sein. Schnitt. Nicht, dass uns hinterher noch Greenpeace da unsere Filme kaputt machen könnte. So, ich werde jetzt hier, das kannst du auch nochmal filmen. Ich werde zwischen zwei Hasenkötteln diese drei Blumen mit einem Schlag kleiner machen. Komm, fertig. Und jetzt hier einmal noch drauf gehalten. Guck mal mit. Hier, drei Enten. Ich werde jetzt versuchen, mit diesem Wurstwasserglas eine dieser Ente ins Jenseits zu befördern. Komm mal näher. Noch näher. Guck mal hier, er dient der großen Kunst. Hast du? Ja. Entenbohlen hat nicht geklappt. In Entenbohlen leider eine 6. Aber wir wollen ja da auch die Hoffnung nicht aufgeben. Jetzt guck mal her. Hier, mit diesem Wurstwasserglas. Oh, hier hätte ich beinahe gehabt. Da gibt wenigstens 2 Punkte. Es gibt 2 Punkte, ja. Ich werde zu den Wurstwassermeisterschaften. Die Wurstwassermeisterschaften in... Ich muss aufpassen, dass ich Redford nicht filme. Der ist sogar nicht drauf. Doch, gerade war er ganz kurz drauf. Halt doch einfach da ein Brötchen, eine Brötchentüte vor. Ich will da nie nicht drauf. Du bist da natürlich du nicht drauf. Du bist da auch nicht drauf. Herr Redford, das verstehe ich nicht. Weil so viel Gage können wir gar nicht bezahlen. Komm, jetzt mach fertig, der Film ist, der wird zu lang. Weil wir wollen ja nur kurze Kunst machen. Hier noch einmal... Genau. Natur. Natur, Ende. Schnitt. Schnitt. Aus. Wie geht das aus? Ey. Ja. Nicht hinter den Kulissen filmen. Die Leute dürfen nicht wissen, was ich privat mache.